was ist eigentlich los mit diesem Land? Deutschland glaubt, dass wir unbegrenzte Migration verkraften können, obwohl es kein einziges historisches Beispiel dafür gibt. Sagt gleichzeitig wollen wir den Sozialstaat immer weiter ausbauen. Wir wollen keine Erhöhung des Rentenalters. Wir wollen mehr Geld für Kinder. Und parallel dazu stellen wir die komplette Energieversorgung eines Hochindustrielandes auf Sonne und auf Wind um und kriegen es aber nicht mal hin, unsere Behörden endlich mal ins Computerzeitalter zu beamen. Und wir kriegen auch die Alphabetisierung unserer Kinder nicht hin. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann sagen wir, pass auf, wir haben eine Idee. Wir müssen jetzt einfach die Steuern erhöhen. Wir nehmen es den Reichen weg. Und wenn die dann irgendwann ins Ausland gehen mit ihren Millionen und Milliarden, sagen wir, das gibt's doch gar nicht. Wie könnt ihr sowas machen? Weil Deutschland ist doch so toll. Dieses Patriarchalische auch. Das ist ja etwas, was in vielen Gesellschaften dieser Welt gerade den Leuten unfassbar aufstößt. Dieses Gefühl der Leute, da gibt es so dieses Paternalistische von oben herab. Wir streicheln euch so einmal über den Kopf und dann macht ihr bitte, was wir euch sagen. Die Amerikaner würden im Traum nicht auf die Idee kommen, eine Jahreszahl zu nennen für das Ende eines Verbrenners. Im Leben nicht. Das machen die nicht. In den USA gibt es keinen CO2-Preis. Das heißt, Benzin, Gas, all die Dinge werden nicht permanent teurer und bringen die Leute sozusagen von beiden Seiten. Das ist ja das, was bei uns passiert. Deswegen kommt auch diese verzweifelte Situation irgendwann. Du stehst da und sagst, okay, soll ich jetzt diese Gasheizung noch kaufen? Aber irgendwann sagt dir ja jemand, CO2-Preis. Das wird also immer teurer. Dann soll ich mir auf der anderen Seite die Wärmepumpe kaufen, aber kann ich mir jetzt nicht leisten. Ist zu viel Geld und auch zu viel Verunsicherung im Markt. Ich verstehe nicht, warum man das so machen muss. Sie bauen eine Wärmepumpe ein. Ja. Die kostet ungefähr 40.000 Euro. Mit der Wärmepumpe ist es ja nicht getan. Da hängt ja noch ganz viel dran. Wenn man sich mit dem Thema mal wirklich seriös beschäftigt, merkt man, das funktioniert in so einem 60er-Jahre-Haus, funktioniert das gar nicht. Weil Wärmepumpe bedeutet, Sie müssen viele kleine Stellschrauben drehen, damit Sie das Haus dann warm kriegen. Hm. Bedeutet, idealerweise heizen Sie nicht mit irgendwelchen Heizkörpern, sondern mit einer Fußbodenheizung. Die meisten, weil die mit niedrigeren Temperaturen funktioniert. Das heißt, Sie müssen da eine Fußbodenheizung reinbringen, Sie müssen Ihre Fenster dämmen, Sie müssen Ihr Dach dämmen. Und Sie kaufen sich diese Wärmepumpe. Am Ende sind Sie bei einer Investition, die ist weit jenseits von 40.000 Euro. Wer zahlt das? Deswegen nochmal die Frage, wer kann ernsthaft versprechen, dass das nicht mehr kostet oder dass das sozial fair passieren soll, dass Menschen nicht irgendwann vor der Situation stehen, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt die Heizung austauschen, ich habe diese 3 Jahre, ich habe aber nicht das Geld, ich kann nicht 100.000 Euro investieren, um mein Haus jetzt wärmepumpenfit zu machen. Warum müssen wir stattdessen wieder so super engagiert sagen, 2024, maximal 25 und dann gibt es einen ganz harten Cut, während der Rest der Welt, China verbrennt Öl und Kohle und Gas, die Amerikaner schließen riesige Ölfelder in Alaska gerade. Das heißt, wir werden von mit der... Mit dem Argument sozusagen nein. Kriegen Sie den Kampf gegen die Klimakrise sagen, insgesamt Deutschland tot. Macht 2% des CO2-Ausstoßes weltweit aus. Ich kenne all die Argumente, ich weiß auch, dass es eine sozusagen historische Schuld gibt. Alles gut. Aber ist es ernsthaft so, dass wir den Wohlstand und auch den sozialen Frieden in einem Land gefährden wollen, um etwas zu erreichen, was am Ende weltweit betrachtet nicht den Ausschlag?